CSU-CDU-Fraktion das Wort. War ein richtiger Dreher. Wir stellen Ihnen das ein. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, Frau Präsidentin. Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen von den Grünen und von den Linken, man kann natürlich, wenn man sich wie die Kollegen auf der linken Seite des Hauses auf die Oppositionsbank einstellt und wenn man dann nicht Gefahr läuft, dass man die Dinge, die man vorschlägt, auch in die Praxis umsetzen muss, dann kann man natürlich Schaufensterpolitik betreiben. Man kann auch, wenn man nichts Genaues weiß, spekulieren. Aber auf Spekulationen und konjunktive Schaufensteranträge aufzubauen, das scheint mir selbst für grüne Verhältnisse ein sehr zeitaufwendiger Luxus zu sein. Warum sage ich das? Die Verhandlungen zur EU-Asylverfahrensordnung, die Sie zum Ausgangspunkt Ihres Antrags machen, sind derzeit in der Abstimmung auf der Arbeitsebene des Europäischen Rates. Und es ist völlig gewöhnlich und auch nicht überraschend, dass hierbei zunächst unterschiedliche Standpunkte in die Diskussion fließen, die auch nicht alle gleich das Ergebnis darstellen müssen. Und deshalb rate ich wirklich zunächst einmal dazu, den Verlauf dieser Diskussionen abzuwarten. Und ich bin sehr sicher, dass die Bundesregierung in jedem Falle dafür Sorge tragen wird, dass die Regelung, die am Ende der Verhandlung steht, voll und ganz im Einklang mit dem Grundgesetz und mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts steht. Der Antrag von Bündnis 90 Die Grünen und von den Linken ist zumindest aber insofern hilfreich, als er uns heute noch einmal Gelegenheit gibt, unseren Standpunkt zu einem wichtigen Instrument der Steuerung, vor allem aber der Begrenzung der Zuwanderung darzustellen. Als Unionsfraktion treten wir entschlossen dafür ein, weitere Länder zu sicheren Herkunftsstaaten, zu sicheren Staaten einzustufen, weil wir so zu einem beschleunigten Verfahren kommen, ohne dabei die individuellen Prüfaspekte im Verfahren einzuschränken. Die bisherigen Versuche in dieser Frage, eine tragfähige Lösung zu finden, sind leider am Widerstand von Grünen und Linken im Bundesrat gescheitert. Nicht die Einstellung, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Hilfsbereitschaft trennt uns und unterscheidet uns, sondern die Frage und der Haltung zur Zuwanderung. Sie wollen mehr Zuwanderung, wir wollen trotz aller Hilfe in der Not weniger Zuwanderung. Das unterscheidet uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen und wir müssen die Zuwanderung weiter begrenzen. Das ist kein Widerspruch dazu, dass wir helfen wollen, wo Hilfe in der Not gebraucht wird, jedenfalls so gut, wie wir es eben können. Wir wollen diejenigen, die unseren Schutz suchen, schützen, wenn und solange sie schutzbedürftig sind. Dies sind Gebote der Menschlichkeit, und sie sind nicht verhandelbar. Und dieses unbedingte Bekenntnis wird, so ist mein Eindruck, auch von der ganz großen Mehrheit der Menschen in unserem Land immer noch geteilt. Aber wir können dieses Versprechen nur einlösen. Und wir können uns der Hilfsbereitschaft der Menschen nur dann weiterhin gewiss sein, wenn wir sorgfältig zwischen Flucht und Zuwanderung unterscheiden. Denn wenn wir unsere Kapazitäten überschätzen oder diese Kapazitäten dadurch ohne Not überschreiten, dass wir falsche Zuwanderungsanreize setzen, schaden wir letztlich unserem gemeinsamen humanitären Anliegen und wir verlieren die Hilfsbereitschaft unserer eigenen Bevölkerung. Und da sage ich Ihnen, aus der Erfahrung in meinem früheren Beruf eines ganz klar: Sie sind der schlechteste Helfer, Sie sind der schlechteste Retter, wenn Sie Ihre Kapazitäten überschätzen und falsch einschätzen. Dann richten Sie Chaos an und tragen nicht zur Hilfe bei. Und insofern, meine Damen und Herren, stimme ich dem Bundespräsidenten nachdrücklich zu,
wenn er wie vor einigen Tagen eine klare und ernsthafte Unterscheidung anmahnt zwischen Bürgerkriegsflüchtlingen und Menschen auf der anderen Seite, die auf der Suche nach einem besseren Leben zu uns kommen. Denn nur wenn wir es schaffen, schnell und klar über die Asylanträge der Menschen zu unterscheiden, die keine Bleibeperspektive in unserem Land haben, wird es uns weiterhin gelingen, den Menschen, die vor Krieg, Gewalt, Verfolgung fliehen, auch den nötigen Schutz zu gewähren. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das ist ein Gebot der Menschlichkeit. Herr Kufer, es ist zwar Ihre erste Rede, aber auch für Sie gilt tendenziell die Redezeit. Ich komme zum Schluss. Eine saubere Trennung ist auch ein Beitrag dafür, unsere Chancen zu erhöhen, die Lösung der Migrationskrise im Raum vor unseren Grenzen und nicht im Raum hinter unseren Grenzen leisten zu müssen. Und in diesem Sinne lehnen wir Ihren Antrag ab und sind für eine Ausweitung der sicheren Staaten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kufer. Ich ziehe jetzt Herrn Frey nichts ab, aber nur einmal nicht. So.